Hello again, meine Freunde. Vielen Dank, dass ihr mir eingeschaltet habt. Der Keller neues 92 Plus Icon Pack Battleship Wager Röntchen. Ladies, die Packs sind wieder zurück. Ha? Wir haben damit immer noch eine Rechnung auf. Wir neigen uns langsam dem Ende von diesem FIFA oder von FIFA generell. Wird ja kein FIFA mehr geben, heißt ja anders. Kann ich hier irgendwann nochmal eine gute Icon ziehen dieses Jahr? Ist das irgendwie möglich? Ich weiß es nicht. Vielleicht wird es heute sein, vielleicht wird es heute passieren, vielleicht werden wir es heute erleben. Auf meiner anderen Seite ist heute Tone Tobatzki. Was geht? Ja, würde ich auch mal gerne erleben, wieder eine gute Icon-Karte, Leute. Ich habe in letzter Zeit nur gefettfingert, muss ich sagen. Also ich war echt lost. Ja, auch unterwegs. Richtig überlassen nach deiner Kräuf, Sidans und Vieras, was du da gezogen hast. Auch richtig, wäre auch richtig traurig, ist das. Ja, jetzt habe ich ein schlechtes Spiel mit Van Basten und so ein Schmarrn, weißt du. Du hast aber gesagt, du hast auch noch ein Icon-Pack, ne? Ja, genau. Ich habe auch 90 plus Icon-Pack, das ist bei mir einfach gespawnt in meinem Account. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber es war einfach ja, da. Ja, dann nimmt Tone nimmt einfach das. Ich nehme hier das 92 plus. Wir werden am Ende wahrscheinlich eh eine Miroslav Rose daraus ziehen und Tone zieht wieder ihren Pelé oder sowas. Von daher, ey, würde mich sehr über eine positive Wertung freuen. Aber auf dem Kanal, falls ihr noch keins da gelassen habt, ballert sehr, sehr gerne mal die Kommentare vor, was ihr in euren Icon-Pack drin hattet, wenn ihr die gemacht habt. Sind ja einige da jetzt gerade unterwegs. Und checkt die Folge bei Tone ab. Da haben wir jedenfalls was aufgenommen. Das Video kam schon online. Und ja, das ist meine letzte Aufnahme vor meinem kleinen Urlaub. Ich fahre 2-3 Tage nach Holland. Bei 15 Grad und Regen. Chillig im August. Es läuft doch. Ist doch schön. Kannst du mir was aus Holland mitbringen? Was, eine lustige Zigarette oder was? Ich fahre gar nichts. Ich brauche nichts. Oder ein paar Tulpen. Aus Tulpen kannst du mitbringen. Stimmt. Tulpen gibt es auch in Holland. Ja, das ist gut. Hey Ladies, wir quatschen hier nur noch Scheiße. Ich öffne das jetzt, oder? Ja. 3, 2, 1, machen wir auf. Okay, komm. Abfahrt. Geht auf. Ach, geht schon auf? Okay, komm. Ja, einer geht auch auf. Wollte ich mit... Oh, ja, nein. Warte, warte, es könnte was gut sein. Frankreich, ZM. Ach, Digga. Es ist ein guter... Ach, ich habe den schon in einer besseren Version, glaube ich, gezogen. Patrick Longdong Viera. Du stellst, ich sag gerade noch mit deinen ganzen Vieras. Ey, bei mir ist aber irgendwie so, mein Account schluckt, also gibt immer quasi die gleichen Sachen her. Ich habe meine Vieras, meine Kroll. Hey, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, ey. Ist ein Soul Camper, linker Flügel, ey. Das ist scheiße. Das ist echt scheiße. Den habe ich übrigens auch gezogen. Das soll nicht sein hier. Ja, aber vielleicht hat er ja was auf dem Kästen. Der geht in den Sturm. Ja. Patrick Longdong auch. Patrick kannst du auch für Dings, der kann nur außen. Läuft doch. Ey. Wir packen die ins Team und dann seht ihr gleich nochmal beide Truppen, die wir gebastelt haben. So, dann sind die beiden Brüder hier drin. Ihr seht beide Teams. Ich hoffe, ich kann den hier heute mal spielen. Das ist jetzt die dritte Aufnahme, wo ich probiere, den irgendwie mal ans Laufen zu bekommen. Wenn der heute wieder nicht funktioniert, dann werde ich ihn wahrscheinlich einfach discarden, weil ich ihn nicht spielen darf. Wer ist das, Stani? Cahill, Footy. Cahill, stimmt, den hast du letztens auch nicht gespielt. Okay. Ey, wir packen alles auf die Bank. Campbell und Vera bleiben stehen. Ich halte mal ganz kurz meine Zahl rein, wo ich sage, die nimmt Tone nicht, damit ich noch einen schönen Gamechanger kriege. Die steht hier oben in der Ecke. Bei mir steht sie jetzt in der Kamera. Ne, wisst ihr Bescheid? Der Rest geht jetzt auf die Bank und ab geht's. Ab geht die Party. Bei mir ist alles auf der Bank. Was zockst du? Ich zock die 4-3-2-1. Du? 4-3-2-1. Zock ich auch. Das ist nämlich die beste Battleship-Formation. Ist auch so. Weil du hast echt am meisten Chancen, Gamechanger zu bekommen. Ja. Okay. Aber muss nichts heißen. Ey, ich gebe dir dann die ersten beiden Mittelstürmer, würde ich sagen. Dann gebe ich dir zuerst die Nummer 7 links. Ja, erster Bronzespieler ist drin, super. Und die 8 rechts. Und die 8 rechts, Alter. Du hast mir 2 ZMs vorne in den Sturm gepackt. Oh, das ist wichtig. Das ist wichtig für gleich. Schon mal potenziell weniger Möglichkeiten. Okay, Steine, ich gebe dir, ich muss mitschreiben, die... Ich gebe dir die 12, linker Sturm, und du bekommst daneben noch die 1. Hast du mein Spiegelbild gesehen oder warum I? Ah, nee, ich habe auch einen Bronzemann vorne. Ah. Sehr gut, hoffentlich ein ZM. Super. Ja, natürlich. Scheiße. Ey, da gebe ich dir jetzt die 6 links. Okay, mein Keeper ist drin. Bringt mir noch nichts. 5 in der Mitte. Alter, du kackst so rein, du weißt gar nicht. Und die 9. 7, 8, 9. Ey, schau mal. Du hast mir in meinem Mittelfeld Torwart und meine Außenverteidigung getan. Also, oh, ey, aber du hast bei mir bisher. Ich kann mich noch nicht freuen. Ich kann mich vielleicht jetzt nach dem Mittelfeld kann ich mich ein bisschen freuen. Ich glaube, ich werde keinen Gamechanger haben, gell? Außer du drehst mir meine Zahl nicht. Die hast du noch nicht. Die kommt gleich. Okay, Steini. Dann, deine Zahl ist die 9. 9. Dann ist es die 8. Sollen die beide rein jetzt, oder? Ja, ja, ja. Nö, ich frage gar nicht. 9, 8, ja. Und die 2 rechteste dann.
Du hast dich nicht mit rumbekleckert, ich bin ehrlich. Ja, du erst recht nicht hier. Aber, Moment mal, ich habe beide EVs noch auf dem Feld. Das, so für einen Doppelspot, ist das nicht so schlecht. Aber ansonsten kann ich halt auch nichts mehr wirklich. Du kannst mir auch noch beide EVs geben und sonst einfach gar nichts. Ich glaube, wir sind heute hier so auf Selbstverstümmelung unterwegs. Das hatte ich so. Na gut, die 10 Linksverteidiger. 10 Linksverteidiger, okay. Immer noch 2 Gamechanger möglich. Konzentrier dich, Stein. Linker IV, die 4. Linker IV, die 4. Nur noch 1 Gamechanger möglich. Schade. Rechter IV, die 11. Ich kotze im Strahlen. Und RV, die 3. Nein! Mein letzter Hoffnungsstein! Hey, meinst du es? Erstmal hast du mir mit die 3 Besten auf die Bank gelassen bis jetzt? Das ist geisteskrank. Meine Baller sind auch noch auf der Bank. Das ist wirklich so. Das ist geistes. Und dann habe ich. Ich habe keinen Gamechanger. Ori, ich werde nicht mit Torwart spielen. Das wird krass. Ach du Scheiße. Okay. Boah. Einen habe ich so. Einen Gamechanger habe ich. Aber mein Torwart ist halt noch nicht drin. Okay, das ist gut. Bitte bleibt es dabei. 3 rein. Die 3? Ja. Linksverteidigung. Okay, Musiala. Dann Rechtsverteidigung machen wir weiter. Nehmen wir die 4. Ja, bitte. Cahill ist drin. Ehre. Okay, gut. Aber der Torwart ist noch nicht drin, gell? Muss mich konzentrieren. Nein. Die 10. Innenverteidigung. Ja, danke. Nein. Und die 11, andere Innenverteidigung. Nein, das war eine Zahl. Ja. Aber immerhin hast du einen Gamechanger gegeben und du kannst mir gleich noch was richtig Gutes tun. Hier, aber ich 2 Banger sind auf der Bank noch, was soll ich dir erzählen? Ich stand hier ganz kurz. Ein Spieler von meinen auf der Bank heißt Insigne und ist 1,63 groß. Wenn du mit denen jetzt das Tor beförderst, dann wird. Ich glaube, den hast du, der ist auf der 2 anhand deiner Betonung. Alter! Hey, ist er erst wirklich auf der 2? Was ist denn? Was ist das für eine Aufnahme? Ich glaube wirklich, ich habe irgendwie eine Gabe, die weiß ich nicht, die ich mir selber nicht erklären kann, die bei mir nicht so auffällt. Ich glaube, ich bin irgendwie so überdimensional unterwegs. Vielleicht bist du bald Magier und wir sehen dich nach YouTube, also nach der YouTube-Zeit. Mein Plan war halt heute, von innen nach außen zu gehen, einfach bei dir wegzupullen. Ich bin von innen nach außen gegangen. 1 und 12 bleiben stehen. Ey, ich sehe Stein hier irgendwann Leute mit so Karten, weißt du, sitzt da so am Tisch. Und dann kommen so Leute zu ihm und fragen so, wie die Zukunft aussieht. Ja, ich habe so einen Bollerwagen auf der Kirmes. Ey, scheiße. Hey, bei dir geht die. Boah, die 6 ins Tor. Nein! Mach doch die 7. Nö. Ja, gut. Wer ist bei dir nicht im Team? Ja, Laporte und Maldini Optimus Prime Nudel da. Nicht okay, Optimus Prime, aber ja. Bei mir Makelele Tots und Van Dijk Toti. Okay, und du hast einen Gamechanger? Ich hab 2. Alter. Das ist jetzt wirklich unfair heute. Oh, ich könnte. Ja, aber bringt mir das was, ey? Ja, eigentlich schon, ne? Ich bin so am Arsch, gell? Ich mein's ernst. Ey, meine stehen so gut. Ich könnte mal mit einem Wechsel 2 auf eine Position packen, aber ich weiß jetzt nicht, wie ich das mache. Push ich das hier? Vertraue dem da vorne oder. Ne, ich mach das hier so. Ach, scheiße. Ich mach so, meine 2 Changes sind gemaked. Sind gemaked, ja. Chemietechnisch sehe ich hier nichts. Ich könnte noch den ein bisschen pushen. Ich könnte den vielleicht noch pushen, wobei da gibt's nichts. Ne, ich bin durch. Ich bin auch durch. So, dann herzlich willkommen. Mal gespannt, was heute für ein Handballergebnis nach dem Spiel hier auf der Uhr steht. Da freue ich mich drauf. Der Kleinste. Ich habe noch nicht Chemiestein hier. Das ist echt. Boah, dein Team sieht aber echt beschissen aus, Alter. Ja, danke. Aber, ey, Good Game hat nichts zu heißen. Meistens tue ich mich gegen solche Sachen immer schwer. Komm, wenn wir das gewinnen, du hast eigentlich mehr Druck. Bei mir, ich spüre keinen Druck. Ich verliere das quasi zu 0. Mit 0 Toren. Sagst du. Lauf, Adi, wie Karim. Bruder. Cahill. Nein, schau dir meinen kleinen Pupsi Insigne an. Und den durfte ich nie spielen. Wie holt er den denn ein? Alter, ja, Karim Ademi voll die Bremse drin gehabt. Ach, Patrick Longlong. Aber der hat auch einen eingebauten Magneten im Fuß, ne? Ja. Ist kein Angewählter. Durchgedribbelt. Ach, ich dachte, das ist der Dings, Alter, der Shapeshifter-Trend. Hat er einen Shapeshifter? Aber einen 1,63-Keeper hatte ich wirklich noch nie im Tor. Oh. Das ist die maximale Bestrafung. Ich die Bälle hier gerade nicht raus. Ey! Yo! Komm, meine Spieler ziehen da alle weg! Yo! Was ist das für ein Quatsch? Okay, Stein, der Druck wächst. 2-1. Kann ich aber mit normalen, vollen Team gegen dich verlieren? Und dann führe ich 2-1 mit einem absoluten bodenlosen Super Saiyan-Team. Ach, das war. Ey! Okay, das war Glück. Ich weiß gar nicht, was passiert. Das passiert.
alles so, wie es passieren soll. Komm! Nein! Leon Abi! Mirkan, bitte ungeschnitten die letzten paar Minuten hier reinschneiden. Wie viele Rebounds hast du gekriegt? Ja, alle. Ich habe alle mitgenommen. Wirklich. This girl is on fire. Oh, Insign! Die hört da auf, ja. Ach, stark. Genau, nicht. Ah, Marco, du hast eigentlich auch ein Team. So, jetzt reißt euch mal zusammen hier. Oh. Ja. Ja! Hast du, ich drücke voll durch. Voll. Denn es muss jetzt sein. Den Sweat musste ich mitnehmen. Oh, oh. Insigne. Ja. Ich glaube, das Spiel will mich einfach testen. Ja, deine Nerven. So, wird so. Ja, Nerven so ein bisschen. Wie weit kann ich noch gehen bei ihm? So, wie sieht's aus nach einem Jahr? So, ne? Wie ist er drauf? Ich bin ja so ein Versuchskaninchen, was sie in die LFC einbauen können. So. Bis wohin gut ist und bis wohin dann zu viel ist. Ja, jetzt brennt's. Also, jetzt! Brennt's in sie. Ich hab EA geschlagen! Hast du wirklich? Aber noch, das Spiel nicht vorbei, Steini. Ich werde zurückkommen. Jetzt mach ich das. Nein. Schon ja! Nein! Hey! Oh! Was? Bro, du kriegst aber auch wirklich jeden Rebound! Ich bin Mr. Rebound heute. Das ist ein scheiß Bonze, Mann! NBA Pro. Ulrich. Ja, das ist halt wieder so ein Handballspiel. Steini! Die Offensive ist da, irgendwie. Ich hab EA doch nicht geschlagen. Ich schicke Campbell und er will nicht. Ja, nee, easy, Martin, ist easy, du bist der beste Verteidiger. Der ist ja richtig stabil. Guter Martin. Hey, GG. Boah, das war ein Spiel. Kein Plan, Alter. Was hier ab für eine Party abging, aber das war auf jeden Fall maximal wild. Oder ich glaube, ich kann bei mir auf dem Kanal gerade einfach nicht mehr gewinnen. Ich weiß gar nicht, habe ich die letzten Spiele auf dem Kanal gewonnen? Du bist auswärts. Ich bin irgendwie so ein Auswärtsspieler, ja. Die Heim, meine Heimfans, was, die supporten mich auch nicht. Leute, ihr müsst meinen supporten jetzt in den Kommentaren. Was ist da los? Ah, ja, du kannst. Was hast du für eine Formation 4-3-2-1, gell? Ja. Ah, in letzter Zeit, muss ich sagen, habe ich gut gesniped. Da war ich ordentlich unterwegs. So, ja, Touré Futis und sowas mitgenommen. Roberto Carlos, die neue Karte. Ich würde sagen, Steini, jetzt ist es erstmal mit dem rechten ZM soweit. Den logge ich ein. Und ich nehme den rechten Verteidiger. RV. Bisschen dort unterwegs, auf der Seite. Ey, ich konnte den einmal spielen. Ist doch gut. Das ist der Kale. Ja, ich durfte den einmal durfte ich ihn spielen. Du wolltest ihn 10-mal benutzen, einmal gespielt, direkt das Guarded. Ich schieß den so weg. Ich schieß die so weg, Jungs. Den kriegst du auch nicht wieder. Nee, den nicht, ja, Russell, ja, aber ich wurde. Ja. Ey, ich bin über meine eigene Leistung gerade sehr enttäuscht. Ey, Ladies, ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Checkt auf jeden Fall das Video bei Ton ab, da haben wir jedenfalls was aufgenommen. Und wir verpizzen uns. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, Freunde.